Hallo und herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich habe gerade ein bisschen Blödsinn gemacht. Und zwar, beziehungsweise in der letzten Folge habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich habe den Arbeitstag beendet. Aber. Ja. Yeah. Hat er das bestellt? Natürlich nicht. Dann machen wir jetzt eine Same Day Delivery, damit wir hier auch arbeiten können. Ist natürlich jetzt schweineteuer, aber gut. Zieh mal, na guck, da ist es ja schon. So. Ach, ja, ich bin auch ein Schlaukopf. Da hätte ich doch auch direkt den RAM mit. Ah. Ich bin doch wieder schlau. So. Da hätte ich doch sofort das alles mit bestellen können. Naja. Ach, warum baue ich das Ding denn jetzt auseinander? Ich muss doch erstmal gucken, aber. Bin doch jetzt gerade echt verwirrt. So. 3. Na. Los. Drauf da. So, will it run? Yes, möchten wir. Omega System, will it run? Battlefield 1, Sid Meier's Civilization, Counter-Strike Source, Dead Stick, Bush Flight Simulator. Gibt's das Spiel wirklich? Ja, egal. Dota 2, U-Truck Simulator 2, F1 2017, sehr gut. Fable Fortune, Farming Simulator 17, Feudal Fantasy 13, das ist auch schön. Flight Simulator Football Manager 2017, hey, da sind ja richtig. Das könnte man ja fast hier. Meine PC-Spielsammlung nennen hier, aber nur fast. Grand Theft Auto 5, Hateful Boyfriend, A School of Hope and White Wings. Ich will das wahrscheinlich gar nicht wissen, was das ist. Hearthstone, Heroes of Warcraft, League of Legends, Minecraft, Overwatch, Players Unknowns, Battlegrounds, Rocket League, Sail Away the Sailing Simulator. Aber gucken wir jetzt noch weiter. Sub-Level Zero Redux, World of Tanks, World of Warcraft, Deer Hunting Simulator. Aber nehmen wir doch mal hier. So. Minimum wird erfüllt. Wir haben 3 GB VRAM, wir brauchen aber 4. Und wir brauchen eine Nvidia GeForce GTX 980. Und wir haben eine Radeon R9 280. Jo. Eine GTX 980 mit 4 GB VRAM. GTX 980.
Ja, das macht's einfach. Add to cart. Die Recommended Spec erfüllt, aber die Minimum Spec nicht. What? Jetzt? Naja, egal. Da ist wohl ein leichter Fehler im System. So. Ja. Das haben wir dann auf jeden Fall schon mal. Shutdown. Dann stellen wir den erst noch mal hier vorne. So. Ich glaube, wir müssen den Aircooler erstmal wegnehmen. Damit wir hier an den RAM-Riegel kommen. So. Mortoni Value Supreme. Und was wollte noch hoch? Upgrade to wir noch den. Haben wir auch 2 GB. So, erstmal da wieder hinstellen und ich glaube, da haben wir alles für, was wir brauchen. Ich glaube, da müssen wir die. Da ist die Schraube. So. Aha, wusste ich doch. Install Storage, nicht mehr Memory. Verkabelieren hier. Ja, in der Realität müssten wir hier. Bla bla bla. So. Zack. Install PC Parts Side Panel. So. Anschließen. Na, kommst wohl. Power. Leave it by the door. Yes. Check it out, nigga. Ich habe das natürlich jetzt gerade nicht gesagt.
So. Dann haben wir die beiden hier fertig. Dann gucken wir mal, was denn hier so noch. Ach, er wollte ja. So, das ist fertig. Accept. So. So, machen wir den. Ja, machen wir. Können wir den jetzt noch fertig machen? Ist zwar natürlich jetzt ein bisschen teurer. Nicht gerade unbedingt wirtschaftlich, aber andersrum kriegen wir noch andere Aufträge, die wir dann noch fertig machen können. So. So, erstmal hier rausbauen. Ist doch bestimmt Graphics Card. Hab doch eine bestellt. Hier zwei schön Äppeln. Hab doch gerade eine. Wahrscheinlich die Kiste noch nicht. Ja, genau. Insta. Hallo? So. Weise Voraussicht hier. Die muss wahrscheinlich angeschlossen werden. Jawohl. Power. Will it run? Sail away the sailing simulator. Yeah. Kann der aus? Shutdown. Oh, PC-Part. Und install Side-Panel. Und zack. Und weg damit. Fertig ist der Lachs.
Nee. Meine, das ist immer so geschaltet, ne? Meine, ist jetzt das letzte Mal her, dass ich. Ich meine, die sind immer so dual geschaltet. Und dann halt so zack, zack. Meine ich. Kann mich jetzt auch gerade irren. Also, richtige Experten können mich jetzt gerade vielleicht verbessern. Ich behaupte nicht, dass ich ein Experte bin. Ich behaupte zwar schon, dass ich nicht ganz unkindlich bin, was das angeht, dass ich auch durchaus in der Lage bin, einen Computer zusammenzubasteln, aber. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der totale Pro bin, was Computer angeht. Aber für das meiste reicht's. Ach, ja. Der USB-Stick. Mark. Yes. Run. Cutcore, MSI Radeon R7 73 Gaming 2 GB. Oh, RAM! Hey, as you are no doubt aware, it's nearly the 15th anniversary of beloved cult classic. I've need to release a 4K remaster, but no, they haven't even reissued the old DVD. Which now commands a high price at auction online. Like they don't want money. Wow. So ein. Ich sollte erst runterscrollen und gucken, was da überhaupt los ist. So, in Transit. Der ist fertig. Shutdown. Easy Parts, das habe ich gesucht. So, zusammen basteln hier und weg und tschüss. Pass. So. Okay.
Upgrades. I've got the money, can you make the upgrade? Could you upgrade the graphics card? Can you run 3D map to check it doesn't overheat? Get that done by... Upgrade graphics card. Draw. Ja. So, dann sind wir nicht für, oder konnten wir jetzt hier schon irgendwas 8 GB RAM. Remove Viruses und Graphics Card. So. Dann werden wir mal. Ah, ich will noch ein bisschen was zurücklegen. Gerade. Ich weiß nicht, wie hoch die Miete ausfällt, deswegen. Ah. Pay Rent, das sind 500 Dollar. And day. Go to work. So, dann gucken wir uns erstmal den hier an. Eine 1050 Ti. Eine 1050 Ti und Moment, da muss ich dann noch mal eben kurz in die Mail reingucken. Wir sollen für I've got the money, can you make the upgrade? Could you upgrade the graphics card? Can you run 3D Mark to check it doesn't overheat? Can you get that done by? Upgrade Graphics Card. Also, ich verstehe darunter, dass ich soll ich denn jetzt 1050 upgraden? 290 Dollar. Okay, eine 1050 Ti. 160. Gucken wir noch mal eben kurz. Eine 1050 Ti 4 GB. Die muss abgegradet werden. 1050 glaube in den Tools war irgendwie sowas. Card Ranking. Natürlich teuer, aber gut. Buy now. Card Ranking. Das kann uns aber helfen, das kann uns helfen. Hoffe ich zumindest.
meine, das ist jetzt ja natürlich eine Investition. Paar Drinking. So. Da gucken wir doch mal rein. So, die Gebrauch, die kaputte verkaufen wir. GeForce GTX 50 Ti Gaming KG. Das ist die hier. Also ich kann alle, bis auf die EVGA, die 69. Wie kostet denn die 69? Doch gar keine Mainboards, ich will Grafikkarten. Also, wir haben 160 Euro im Grunde. Das ist eigentlich genau die. VRAM, das ist ja quasi. Da verstehe ich da jetzt irgendwas falsch. Wir haben eine GTX 1050 Ti da drin. Core Frequency 1417, Frequency 1752. Die 960 wäre da ja. Sehe ich das jetzt irgendwie falsch?
Moment. R9280. Das wär natürlich jetzt richtig, auf der einen Seite richtig mies, aber. Probieren wir doch einfach mal aus. Wir probieren es jetzt einfach mal brecherweise aus. Mehr als dass das so nicht funktioniert, und da habe ich jetzt dann noch nicht mal Geld reingesteckt. Aktuell. Zack. Die 1, den USB-Drive. Zack, rein da. Also wenn das funktioniert, dann gehe ich ehrlich feiern. So, restart now. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. So. Ja. Ob das klappt oder nicht, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Bis denn, sage ich mal, tschüss.